2010. Als der Fohlen-Champion zweijährig den Körplatz Münster-Handorf betrat, waren die Erwartungen hoch. Doch der Fiedertanz Alabastersohn aus der Zucht von Elisabeth Albers konnte überzeugen. Er verließ die Bahn als Prämienhengst. K&K Cup Münster 2011. Der erste Auftritt. Die Hengststation Holgenbrink sichert sich den typstarken Braun, der seitdem von Johanna Klippert ausgebildet wird. Nach dem erfolgreichen 30-Tage-Test folgen die ersten Turnierauftritte. Als Hannoveraner Champion reist Franziskus zum Bundeschampionat und siegt unter den vierjährigen Hengsten. Fremdreiternote 10,0. Auch in den Folgejahren qualifiziert sich der 1,72 große Franziskus zu den Bundeschampionaten. Ab nun steigt die Reitmeisterin Ingrid Klimke in den Sattel. 2014, am Ende Platz 13 bei der WM der jungen Dressurpferde. 2015, auch der Sprung in die schwere Klasse gelingt. Ein besonderes Highlight, der Sieg in Münster vor dem Schloss. Er weiß genau, was für eine Präsenz er hat und genießt das sehr, vor allen Dingen den Trabverstärkungen. Das ist einfach seine absolute Lieblingsübung. Und ja, es macht auch sehr viel Spaß, ihn zu reiten, weil er auch sehr viel Ausdruck hat und immer imposant ist. Und immer so ein kleiner Nervenkitzel da ist, ob er irgendwie was anderes hört oder sieht. Aber wenn er ganz bei mir ist, dann sind wir schon echt ein tolles Paar. 2016. Ingrid Klimke und ihr Franz lösen das Ticket zum Nürnberger Burgpokal. Das Publikum in Frankfurt ist begeistert. Läuft's, jawohl! Nun die Königsklasse. Nach ersten internationalen Siegen werden die Reitmeisterin und ihr Musterschüler beim Louis-D'Or-Preisfinale in Frankfurt Dritter. Ob Balve, Wiesbaden oder Aachen, das Spitzenpaar reitet weiter von Erfolg zu Erfolg. 2019. Vor dem Schloss in Wiesbaden knackt der typstarke Tänzer die 80%-Marke und siegt in der Vier-Sterne-Tour. Ja, an diesem Hengst habe ich eigentlich von Anfang an geglaubt. Und wir hatten ja auch viele Hürden, aber durch Ingrids Hilfe, muss ich sagen, sind wir natürlich total stolz, dass wir jetzt hier angelangt sind. Und er hat ja zwei Arten. Er muss einmal Deckhengst sein und dann diesen großen Sport. Also ich glaube, dass es da nicht ganz viele Hengste gibt, die diese beiden Disziplinen machen. Also das ist Nach vielen weiteren Erfolgen dann der Ritterschlag, die Berufung in den Olympiakader. Auch der Start in die neue Saison gelingt mit einem Sieg vor heimischer Kulisse.